Apfeltime. Das hier soll fitter machen. Cheers. Und schöner? 17 Kapseln der Hardcore-Test. Und gesünder. Wie ich es geschafft habe, damit tatsächlich medikamentfrei zu leben. Mit Nahrungsergänzungsmitteln wird More Nutrition zum Multimillionenkonzern, bis die Marke plötzlich öffentlich in der Kritik steht. 5 Videos pro Woche am besten produzieren, immer mit den Produkten. 1200 Videos für die Company, völlig umsonst. Wie ehrlich sind die Versprechen von More Nutrition? Mehr als 8 Millionen Menschen wollen laut Studien in Deutschland abnehmen. Eine von ihnen, Lena, mit der ich hier verabredet bin. Vor einigen Jahren beschließt sie, fitter und schlanker zu werden. Ja, ich war zu der Zeit, ich glaube, 5, 6 Mal im Fitnessstudio abends nach der Arbeit. War dann um 9 oder 10 zu Hause. Und das war dann der Tag. Aufstehen, arbeiten, Fitnessstudio. Zusätzlich zum Training will Lena auch ihre Ernährung umstellen, vor allem Zucker reduzieren, gleichzeitig leistungsfähig bleiben. Sie entdeckt die Nahrungsergänzungsmittel von More Nutrition. Tatsächlich ist es so, dass das fängt morgens an mit, dass es keinen normalen Kaffee gibt, sondern einen Proteinkaffee. Das geht dann über zu dem Mittagessen, dass du irgendwie mit deren Gewürzen oder mit diesem Chunky Flavor mischt und dazu auch einen Shake, wenn es schnell gehen muss. Aber More Nutrition bietet Lena mehr als eine breite Palette von Ersatzstoffen. Wer More-Produkte konsumiert, wird Teil einer Community. Selbstoptimierung als Lifestyle, hier eindrücklich zu sehen. Als Kind habe ich mich eigentlich schon immer als dick empfunden. Ich bin einfach glücklich, dass ich von 97 auf 72 Kilo gekommen bin und das auch halten kann. Mit diesen Rezepten habe ich 50 Kilo abgenommen. So habe ich ausgesehen, vor gut einem Jahr. Und da hatte ich More dann abgeholt und gesagt, ach, jeder kann das noch. Und du kannst noch mal 5 oder 10 Kilo oder wie auch immer. Ja, und dann, sowas catcht dich. Und das lässt dich halt psychisch nicht los, dieses Können. Bald wird Lena sehr krank werden. Aber dazu später mehr. Dabei hatte alles so laut, bunt und heldenhaft begonnen. So wie sich die Marke More Nutrition selbst auf Instagram präsentiert. In einer Welt voller Produkte, die dir jegliche Freude am Geschmack raubten, gab es eine Firma mit der Mission, die besten Nährwerte mit dem besten Geschmack zu erreichen und damit Hunderttausende Leben zu verändern. Die Geschichte von Tim und Toni begann zu einer Zeit, als Tim den Entschluss fasste, sich endlich in seinem Körper wohlzufühlen. Aber all das, ohne den Spaß am Essen zu verlieren. Und so zeigte Toni ihm den Weg. Schon kurze Zeit später konnte er die ersten Erfolge verzeichnen. Und das alles, ohne sich einzuschränken. Dank den leckeren und kalorienarmen Produkten von More. Für leckere, bunte Produkte will More stehen, aber vor allem auch für Zusammenhalt. Deshalb wird das Bild einer großen, glücklichen Familie auch immer wieder eindrücklich beschrieben. In erster Linie bedeutet More für mich Familie. More bedeutet für mich persönlich vor allen Dingen Menschenleben zu verändern. More Nutrition hat mein Leben einfach vereinfacht. More bedeutet für mich zusammenzuhalten. More bedeutet für mich ein Stückchen Freiheit zurückzubekommen. Und sowas gibt es kein zweites Mal mehr. Und an der Spitze dieser großen Familie ist das Familienoberhaupt Christian Wolf, einer der Gründer von More Nutrition, der sich hier in einem Video stolz präsentiert. Mein Name ist Christian Wolf, ich bin 25 Jahre alt und ich beschäftige mich seit mehreren Jahren damit, wie man den eigenen Körper mit der Hilfe des Wissens von wissenschaftlichen Analysen von Studien gesünder und leistungsfähiger machen kann. Und weil zu jedem hippen Unternehmen auch ein guter Gründermythos gehört, erzählt Wolf auch gerne, wie es 2017 alles angefangen hat. Hier stolz mit seinem Mitgründer Mick Weigel. Kannst du dich noch dran erinnern, als ich mit meinem Vater bei dir aufgekreuzt bin? Was dachtest du? Ich werd's nicht vergessen. Also der Papa mit dem Pilotenkoffer, großartig. Ich glaube, der professionellste von uns drei war dein Papa. Und wir haben einfach irgendwie so, ja klar, lass machen. Wir gucken jetzt mal an, was die alles so zur Verfügung haben. Die Welt von More ist lecker und bunt. Zuckerersatz, Proteinpulver, Nahrungsergänzungsmittel. Neutral, Blueberry Cheesecake, White Almond Coconut, Vanilla Perfection, Fudge Brownie, Vanilla Chocolate Chip Cookie, Kirschjoghurt, Haselnuss Nougat, feine Vollmilchschokolade, Cinnalicious. Für jeden was dabei. 1 Million zufriedene Kunden, made in Germany, von Ernährungswissenschaftlern entwickelt. Unsere Mission, wir wollen unseren Kunden erstklassige Produkte für Gesundheit, Genuss und Performance bieten. More Nutrition ist Teil einer Branche, der es offensichtlich sehr gut geht. Mit Nahrungsergänzungsmitteln wurden im vergangenen Jahr 2,9 Milliarden Euro umgesetzt. Und das sind nur die Verkaufszahlen aus Apotheken.
Verkäufe von Nahrungsergänzungsmitteln im Einzel- oder Versandhandel sind da noch nicht mal mit eingerechnet. Die Produkte werden gekauft, geschluckt, gefeiert. Die Moore-Familie liebt ihre Supplements, wie sie jeden Tag stolz auf Instagram zeigen. Capsule Time! Cheers! Geheimtipp beim Kapselschlucken ist, dass du deinen Kopf einfach gerade lässt. Nicht zurücklegen, gerade lassen. Und ich zeig's euch. 17 Kapseln der Hardcore-Test. Easy. Aber was ist es da eigentlich, was die sich alle im Akkord reinballern und freudig promoten? Diese zwei Supplements solltest du zu 100% täglich nutzen, wenn du dich gesund und leistungsfähig fühlen möchtest. Nummer 1, die Essentials. Es geht jetzt um die Moore Essentials. Das sind Kapseln von Moore. Und in denen ist Omega-3, Vitamin D3 und K2 drin. Und die meisten dieser Moore-Influencer, die für die Produkte oder für diese Kapseln werben, die nehmen 8 Kapseln täglich. 8 Kapseln, das ist nicht nur doppelt so viel, wie auf der Verpackung steht. Das entspricht auch 100 Mikrogramm Vitamin D. Das Bundesinstitut für Risikobewertung schreibt dazu sogar, die Einnahme hochdosierter Vitamin-D-Präparate sollte eigentlich nur unter ärztlicher Kontrolle erfolgen. Und wenn man langfristig so hoch dosiert Vitamin D zu sich nimmt, könne das zu einem erhöhten gesundheitlichen Risiko führen. Und was sagt More Nutrition dazu? Sie berufen sich darauf, dass die EFSA, die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde, 2023 erneut bestätigt habe, dass dies die zulässige Höchstmenge sei. Und dann bekommen wir noch ein internes Dokument zugespielt. Das ist so eine Art Influencer-Leitfaden. Und dieser Leitfaden ist von 2021. Und in dem stehen dann ganz viele Anweisungen, was die Influencer zum Beispiel sagen dürfen und was nicht. Da steht hier dann, bitte benutze in deiner Story keine Sätze wie es hilft gegen, es ist für, sondern man soll immer sagen, es kann oder könnte dafür helfen, es kann bei entzündlichen Krankheiten helfen, es kann zur Verbesserung der Haut beitragen. Und hier gibt es auch nochmal extra Anweisungen zu den Essentials. Und hier steht auch drin, dass man einfach 8 Kapseln am Tag bewerben soll als Influencer. Moore schreibt uns zum Leitfaden, dass dieser veraltet sei. Influencer, mit denen Moore heute zusammenarbeitet, würden regelmäßig Übersichten und Details zu den Produkten erhalten. Wir sprechen mit zahlreichen ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von More Nutrition. Am Ende ist eine ehemalige Mitarbeiterin aus dem Kundensupport bereit, anonym mit uns zu sprechen. Und solltest du manchmal auch von bestimmten Produkten irgendwie mehr empfehlen? Das war dann so eine dieser Sachen, wo man dann doch geschult wurde. Wir sollten aber 8 Kapseln empfehlen. Mit der Begründung, das ist halt so eine doofe Vorschrift, dass das auf der Verpackung stehen muss. Aber das ist von Leuten, die alle keine Ahnung haben. Und das reicht ja gar nicht. Und deshalb nehmt mal 8. Wir wollen wissen, ob das auch heute noch passiert. Fragen beim Kundensupport nach. Auch uns werden direkt 8 Kapseln empfohlen. Das Doppelte der Dosis, die auf aktuellen Verpackungen empfohlen wird. Wie ist es denn, wenn jetzt einfach Leute im Kundensupport bei dir gefragt haben, wo finde ich wissenschaftliche Belege zu diesem Produkt? Also generell, wenn wir nach den Studien gefragt wurden, um die es ja eigentlich angeblich immer ging, zu jedem Produkt sollten wir pauschal einen Link rausschicken. Das war examen.com. Examen.com ist ein Portal, auf dem man tausende Studien zu allen möglichen Themen findet. Solche, die konkret zu Moore-Produkten passen könnten, müsste man sich dann selbst zusammensuchen. Also im Endeffekt war das ein, wie sagt man, so ein Strohmann. Ein Strohmann-Link, sage ich jetzt mal. Das war halt nichts. Wie hast du dich gefühlt, wenn du sowas dann quasi empfehlen musstest, wenn Leute gefragt haben? Total bescheuert. Also ich war ja generell kein Fan der Marke. Ich habe auch das Gefühl, deshalb habe ich da manchmal Sachen mehr hinterfragt als andere Angestellte. Das hatte ich immer das Gefühl. Einfach, weil die meisten Angestellten Fan von der Marke vorher waren, haben sie die Sachen gar nicht so nochmal hinterfragt. Ich dachte mir, das kann doch gar nicht sein, dass wir so einen Link rausschicken, der gar nichts sagt. More Nutrition sagt dazu, wir schließen nicht aus, dass Mitarbeitende des Kundenservices in Einzelfällen auf Examen verwiesen haben. More Nutrition beruft sich bei der Werbung ihrer Produkte immer wieder auf wissenschaftliche Studien. Auch beim More Clear Skin Glow. Um deine Haut und das Bindegewebe bestmöglich zu unterstützen.
Wie es wirkt, erklären sie eindrücklich in ihren Videos. Was wir auch lernen, hinter More Skin Glow stecke einer der führenden Ärzte aus dem Longevity-Gebiet und einer der führenden Köpfe der Medizin rund ums Thema Anti-Aging. Wir nehmen Kontakt zu diesem Arzt auf. Er schreibt uns: Ich bin weder ein führender Kopf im Bereich Anti-Aging noch im Bereich Langlebigkeit. Ich bin ein Hausarzt, der sich an die Leitlinien für die Gesundheitsvorsorge hält. Und was sagt More dazu? Sie schreiben: Wir bitten um Entschuldigung für dieses Missverständnis. Nach unserer Anfrage löschen Sie den Post. Was als kleine Firma anfing, ist in den vergangenen 6 Jahren zu einem Multimillionenunternehmen geworden. Die Marke More Nutrition gehört inzwischen zur Firma The Quality Group. Sie ist der Mutterkonzern vieler weiterer Firmen und Marken, beispielsweise auch ESN, ein weiterer Supplement-Hersteller. Im Mai 2022 steigt dann ein großer Investor ein, CVC, einer der größten Private Equity Funds der Welt. Zu ihnen gehören viele bekannte Marken, die allerdings nichts mit More Nutrition zu tun haben. Aber es zeigt, More spielt in deren Liga mit. Ja, wir wollen jetzt noch tiefer rein in die More-Familie und noch mehr darüber erfahren und sehen, wie ehrlich die wirklich sind. Wir recherchieren mehrere Monate zusammen mit dem ZDF-Magazin Royal dazu. Und dann überlegen wir uns, können wir eigentlich auch selbst More-Influencer werden? Wir probieren es einfach mal aus und legen einen Fake-Fitness-Account an und generieren Content. Und aus mir wird Luise lecker leicht. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Ich freue mich voll, dass ihr hier seid und mit mir, meinen Weg. So, wenn die mich nehmen, dann nehmen die halt auch echt einfach jeden, ne? One more and more, people just want more and more freedom and love. Dann höre ich von WhatsApp-Gruppen, die den Einstieg in die More-Familie angeblich erleichtern sollen. Wurdest du auch gefragt, ob du in die Coaching-Gruppe von ESN oder More Nutrition rein willst oder hast dich vielleicht selber dafür beworben? Da sollte ich dann bestimmte Produkte bewerben. Dazu hat man ein paar Tipps bekommen und eventuell irgendwann die Möglichkeit, von diesen Supplement-Firmen gesponsert zu werden. Kommt auch jeder rein? Du musst dich da eigentlich nur bewerben und sobald dein Profil eigentlich öffentlich ist, habe ich das Gefühl, kommt man da auch in diese Gruppe rein. Wir finden heraus, wer hinter diesen Gruppen steckt. Paul Völker. Er erklärt erfolgssicher, wie easy es sei, mit seiner Hilfe More Influencer und damit Teil der Family zu werden. Wir sorgen dafür, dass kleine Influencer schnell, nachhaltig, gut wachsende Community aufbauen und am Ende eine Partnerschaft finden, die sie sich wünschen. Das vor allen Dingen bei More. Aber stopp noch mal ganz kurz. Bevor wir jetzt gleich wieder zurück zur More-Familie kommen, was sind Nahrungsergänzungsmittel denn eigentlich? Rechtlich gesehen sind Nahrungsergänzungsmittel Lebensmittel. Das Bundesinstitut für Risikobewertung sagt allerdings, Nahrungsergänzungsmittel sind für einen gesunden Menschen, der sich normal ernährt, eigentlich überflüssig. Und auch wenn Nahrungsergänzungsmittel meist in Form von Kapseln, Tabletten oder Pulver verkauft werden, sind keine Arzneimittel oder Medikamente und sie dürfen auch nicht als solche beworben werden. Das Werben für die Produkte von More Nutrition übernehmen meist Influencerinnen und Influencer. Die präsentieren dann begeistert die Pülverchen und Kapseln, wie hier für Curcumore. Und heute sprechen wir über mein Lieblingssupplement und zwar, wie mir das tatsächlich geholfen hat, meine entzündliche Darmerkrankung. Ich habe nämlich Morbus Crohn, seit ich 14 bin. Wie ich es geschafft habe, damit tatsächlich medikamentfrei zu leben. Ja, wenn ihr sagt, dass ihr unter diesen folgenden Dingen leidet, dann könnt ihr es vielleicht auch mal ausprobieren. Kann das sein? Kann Curcumore bzw. der Hauptbestandteil des Produktes, Curcumin, wirklich gegen all diese Krankheiten helfen? Was da genau im Körper passiert, das ist in Studien noch überhaupt nicht belegt. Das heißt, es gibt sehr viele Daten aus Tierversuchen und aus Zellversuchen, die zeigen, dass Curcumin irgendwelche Effekte hat, aber das ist sehr unspezifisch. Und ob das therapeutisch im Menschen überhaupt irgendeinen Vorteil bringt, das ist in Studien nicht belegt. Ist diese Art von Werbung dann überhaupt noch legal? Wir sind mit einer Juristin der Verbraucherzentrale verabredet. Das Problem, was wir hier sehen, ist, dass die Influencerin mehrfach das Produkt in die Kamera hält, konkrete Werbeaussagen tätigt, sodass ich hier durchaus dabei bin zu sagen, hier haben wir tatsächlich eine Werbung vorliegen und die ist aufgrund der erfolgten Gesundheitsaussagen unzulässig. Hier wird ja das Produkt beworben, dass es Krankheiten heilt oder behandelt oder es entsteht der Eindruck bei den VerbraucherInnen, dass das Produkt entsprechende Eigenschaften hat.
Die Einschätzung der Verbraucherzentrale, die Werbung verstoße gleich gegen mehrere Vorgaben und ein Gesetz. Deswegen haben sie More Nutrition abgemahnt. Das Verfahren läuft noch. More verweist auf Anfrage auf mehrere Studien, aus denen der generelle gesundheitliche Nutzen von Kurkuma hervorgehen soll. Und bei dem Insta-Post handelt es sich um einen individuellen Erfahrungsbericht, den sie mittlerweile allerdings trotzdem von ihrer Seite gelöscht haben. Dass sie damit geworben hätten, dass Kurkuma pauschal beim Morbus Crohn helfen soll, sei eine falsche Behauptung. Und Paula selbst, die schreibt uns dazu, dass sie gar nicht wusste, dass sie da was Falsches gemacht hat. Erinnert ihr euch noch an meinen Fake-Fitness-Account? Damit will ich immer noch Influencerin für More werden. Ich bewerbe mich beim Influencer-Macher Paul. Am nächsten Morgen passiert dann das. Eine WhatsApp von Paul, von der WhatsApp-Gruppe. Ich öffne die jetzt gemeinsam mit euch. Ich bin ein bisschen nervös. Vielen Dank für deine Bewerbung. Gute Neuigkeiten. Ich möchte dich gerne näher kennenlernen. Es hat also wirklich geklappt, die haben angebissen. Ich soll einen Vertrag unterschreiben. In dem steht dann zum Beispiel: Wir coachen und beraten dich kostenlos über einen Zeitraum von 6 Monaten. Mit dem Ziel, dich in eine Kooperation bei More Nutrition zu begleiten. Wir bekommen ein Video-Coaching von Paul und auch den Ausblick, dass wir auch bald in die WhatsApp-Gruppen kommen. Die Auszüge, die wir hier aus den WhatsApp-Gruppen zeigen, wurden uns allerdings von TikTokerinnen zugespielt, mit denen wir auch persönlich Kontakt hatten. Sie alle kritisieren, wer in diesen WhatsApp-Gruppen ist und davon träumt, irgendwann More- oder ESN-Influencer zu werden und damit zur Familie zu gehören, muss erstmal monatelang kostenlos für die Produkte werben. Also, da steht halt drin, wenn du MVP werden willst, was auch immer das heißt, musst du 5 Videos pro Woche am besten produzieren, immer mit den Produkten. Man kriegt versprochen, dass man irgendwann eben die Chance hat darauf, dass man ein ESN oder More-Influencer wird. 1200 Leute, die alle ungefähr 3 bis 5 Videos die Woche machen. Selbst wenn es ein Video die Woche ist, 1200 Videos für die Company in einer Woche, völlig umsonst. Eins muss man ihnen lassen, ganz schön schlaue Werbestrategie. More sagt uns, sie würden Pauls Firma als Dienstleister nutzen für Social Media und Marketing. Paul selbst antwortet uns gar nicht. Das Geheimnis von Chunky Flavor, Sucralose, ein Süßstoff, also Zuckerersatz. Damit kann man weiterhin süß essen, ohne echten Zucker zu konsumieren. Was man alles mit Chunky Flavor machen kann, findet man hier bei More direkt in den Rezepten. Hier Blechkuchen, Himbeerjoghurt, Leimkuchen auf mittlerem Backblech geben, 180 Grad, 25 Minuten backen. Wir fragen nochmal bei Professor Smollig nach. Was hält er von Produkten wie Chunky Flavor, die Sucralose enthalten? Zum Aromatisieren, Süßen von Lebensmitteln. Ja. Man könnte das auch in so einen Kuchenteig ja rühren. Und dann, ja, also dafür wäre es schlecht. Und was genau passiert dann, wenn man das dann backt? Also wenn Sucralose erhitzt wird, so über 120 Grad, dann zersetzt sich das. Und diese Zersetzungsprodukte sind in Tierversuchen krebserregend. Und deshalb gibt es auch vom Bundesinstitut für Risikobewertung die Empfehlung, Sucralose eben nicht über 120 Grad zu erhitzen. Sollte man einfach beachten, indem man sucralosehaltige Produkte dann nicht zum Backen oder Kochen verwendet. Bei More Nutrition haben wir dazu keinen Warnhinweis gefunden. Auf Nachfrage schreibt man uns, das BfR würde hier nicht die vollständige Datenlage berücksichtigen. Sie verweisen uns auf andere Studien, die behaupten, erhitzte Sucralose sei ungefährlich. Wir haben viele Menschen aus dem Umfeld von Christian Wolf, ESN und More Nutrition angeschrieben, waren mit vielen in Kontakt. Aber viele haben uns dann auch gesagt, dass sie Angst haben, deshalb nicht mit uns sprechen wollen, weil sie Konsequenzen fürchten. Hier ein paar Ausschnitte. Ich würde gerne nicht gefilmt werden und auch nicht namentlich erwähnt werden. Das Thema ist ja durchaus sehr heikel. Ich bin leider raus. Wird sehr heiß gerade. Hallo Desiree. Ich habe ehrlich gesagt keine psychischen Kapazitäten mehr, um über dieses Thema zu sprechen. Für mich ist das Kapitel abgeschlossen. Daher hoffe ich, dass du Verständnis dafür hast, wenn ich im Hintergrund bleiben möchte. Ich bin da leider raus. Ich kann dir nur die Info geben, dass ich ganz bei den Anfängen mitgemischt habe und ich mich schnell komplett trennen musste aufgrund von moralischen Diskrepanzen, sowohl menschlich als auch unternehmerisch. Dann finden wir 2 Menschen, die doch mit uns sprechen. Sie erzählen von bedrohlichen, anonymen Nachrichten, von Männern, die offenbar ihre Adressen kannten. Wie geil hat er uns denn bitte abgezogen? Wieso? Wir sind 4 Minuten gefahren, 15 Euro. Bereit. 218. Guck mal hier. Hallo,
Wir sind mit Luca Negri in Mannheim verabredet. Er hat sich in öffentlichen Videos immer wieder mit Christian Wolf, More Nutrition und ESN angelegt. Hi, ich bin's mal wieder, der 16-Jährige, der das größte Supplement-Unternehmen Deutschlands auseinandernimmt, zum dritten Mal. Mehrfach veröffentlicht er Kritikvideos rund um ESN, Christian Wolf und More. Er wird zunächst abgemahnt, dann bekommt er plötzlich einen Anruf. Als ich gefragt habe, wer bist du, hieß es, wir treffen uns mal persönlich, dann zeige ich dir, wer ich bin. Aber so richtig in einer bedrohlichen Straßendeutsch-Stimme. Der anonyme Anrufer fordert Luca auf, seine Videos über Christian Wolf zu löschen. Nachdem ich die Videos aber rausgenommen habe, schreibt mir die Nummer auf WhatsApp. Spätabends um 11 Uhr müsste das rum gewesen sein. Schreibt die mir, Luca, altes Haus, ich sehe, die Videos sind draußen. Wer den Mann damit beauftragt hat, Luca einzuschüchtern, wissen wir nicht. Er zeigt uns die Chats. Und dann war hier eben meine Adresse, Straße, dieses Symbol. Und dann können wir uns auch persönlich unterhalten. Luca geht nach den Drohanrufen und Nachrichten zur Polizei, erstattet Anzeige. Die Ermittlungen laufen noch, bestätigt uns die Polizei. Ich war teilweise so am Ende, dass ich nicht mehr schlafen könnte, gezittert habe einfach nur am tagsüber, weil es mir einfach richtig schlecht ging. Ich hatte Angst wirklich um meine Familie, dass da irgendwas gemacht wird. Wir wollen auch Aileens Geschichte hören. Sie betreibt auf Instagram eine Gossip-Seite. Dort hatte sie auch immer wieder More Nutrition und Gründer Christian Wolf kritisiert. Danach bekommt sie Nachrichten, in denen sie aufgefordert wird, die Videos über Christian Wolf zu löschen. Es ist dieselbe Nummer, die auch Luca kontaktiert hatte. Die Sache hier muss nicht eklig werden, aber sie kann es von mir aus sehr gerne. Schreibt die Mafia neuerdings auf WhatsApp? Ja. Dann meldet sich noch ein weiterer Mann unter einer österreichischen Nummer per WhatsApp. Trotzdem, Christian ist einer von uns und weißt, wenn er so im Netz erniedrigt wird oder wenn man versucht, ihn schlecht zu reden, das geht leider nicht und dafür sorgen wir, dass das nicht geht. Und wenn du es jetzt mal so hörst, was löst das in dir aus? Unbehagen und der Fassungslosigkeit eigentlich. Ich finde es nach wie vor, ich könnte fast heulen. Und ich weiß, dass wir da gesessen sind, mein Freund und ich. Und ich bin dann so am Telefon gesessen. Und es ist, wie ich vorher gesagt habe, es ist ja eine Sache, wenn dir das innerhalb von Instagram passiert und so. Mhm. Aber das ist dann doch so in mein Privatleben greift, das war schon hässlich, ja. Auch Aileen erstattet Anzeige. In Wien wird jedoch nicht ermittelt. Die Staatsanwaltschaft sieht in den Chats keine strafrechtlich relevante Handlung. Sie erzählt uns, dass sich der Mann als Bilal bei ihr vorgestellt habe und sie auch seinen Instagram-Account kennt. Wir schreiben ihn an, wollen hören, was er zu den Vorwürfen sagt. Und jetzt habe ich eine Sprachnachricht von ihm über Instagram bekommen. Die hören wir jetzt mal zusammen ab. Schön von Wiener Prada. Bist du bereit? Ja. Nee, Moment. Hallo, guten Tag. Um ehrlich zu sein, hätte ich gar kein Interesse daran. Für mich ist die Sache erledigt. Ich habe den Chatverlauf, wie nett ich zu dieser Aileen oder wie die heißt, war. Ich habe den nur gebeten, wie ein wirklich super, super netter. Für mich ist die Sache erledigt. Ja, wir könnten nur mal fragen, warum er sich eigentlich bei Aileen gemeldet hat. Wer hat ihn beauftragt, oder? Hat ihn jemand beauftragt? Warum hast du dich denn eigentlich bei Aileen gemeldet? Wer hat dich beauftragt? Er antwortet uns darauf nicht, droht stattdessen mit seinem Anwalt. Wer ihn letztendlich beauftragt hat, Aileen diese Nachrichten zu schicken, wir wissen es nicht. More schreibt uns dazu, sie seien schockiert, distanzieren sich von den Vorwürfen. Sie hätten eigene Untersuchungen gestartet und Anzeige erstattet. Christian Wolf schreibt, dass er Bilal nicht kenne und dass er weder diese noch eine andere Person mit solchen Nachrichten beauftragt habe. Außerdem weist er darauf hin, dass die Behauptung, es gäbe eine Verbindung zwischen ihm und Bilal, schlicht falsch sei. Was bleibt? Kurz nach den Vorwürfen gehen das Familienoberhaupt Christian Wolf und seine Marke More Nutrition getrennte Wege. Christian Wolf, Co-Gründer der Marke More Nutrition, hat sich nach seinem Ausstieg aus Social Media nun auch mit sofortiger Wirkung vollumfänglich aus dem Geschäft zurückgezogen.
Laut The Quality Group hält Christian Wolf immer noch Anteile am Unternehmen. Sein Beratervertrag sei beendet worden. Wir haben Mohr und Wolf nach den Gründen für den Rücktritt gefragt. Sie schreiben uns, dass dies eine Reaktion auf die Diskussion um Wolfs Privatleben sei. Die Entscheidung sei einvernehmlich erfolgt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Lena. Sie wollte abnehmen, hat dann Mohr für sich entdeckt. Vor allem das mitreißende Community-Gefühl, das man auch hier sieht, habe sie motiviert. Als Kind habe ich mich eigentlich schon immer als dick empfunden. Ich bin einfach glücklich, dass ich von 97 auf 72 Kilo gekommen bin und das auch halten kann. Mit diesen Rezepten habe ich 50 Kilo abgenommen. So habe ich ausgesehen vor gut einem Jahr. Wie hatte das Einfluss quasi auf dich? Ja, das ist so diese Masche. Man begegnet sich augenscheinlich irgendwo auf derselben Höhe und ist so eine Familie, ist so eine Clique, es ist eine Freundschaft. Dass das halt aber alles ja, gescriptet ist im Prinzip, fällt einem da nicht auf, wenn man da in dieser Blase drin ist. Man hat ja ein gemeinsames Ziel, augenscheinlich das Abnehmen. Und in dem Moment, wenn das halt dein einziges Ziel ist, ist man blind dafür, für diese ja, Warnsignale. Also allein diese, wie sie über das Verkaufen sprechen. Es ist halt nicht, kauft euch das, sondern gönnt euch das, holt euch das. Und ne, man spricht nicht über Geld. Irgendwann merkt sie, dass sie ein Problem hat. Als sie sonntags zum Kaffeeklatsch mit der Familie ihre eigenen Mohr-Produkte mitbringt. Gut, man kommt halt nicht von jetzt auf gleich davon weg, nur weil man realisiert, dass man da ein Problem mit hat. Für mich war dieses, hey, du bist auch nur noch ein Strich in der Landschaft, ein Kompliment. Und das ist echt krank. Und irgendwann, ja, das hört man dann auch irgendwann nicht mehr. Oder man möchte es nicht hören, tut das einfach ab. Weil, klar, die kennen diese Community nicht. Die wissen nicht, wie das ist. Und ja, dann ist das einem irgendwo irgendwann auch egal. Und ja. Lena entwickelt eine Essstörung, wiegt irgendwann nur noch 47 Kilo, hat keine Periode mehr. Wir sprechen mit einer Expertin darüber, dass vor allem das familiäre Feeling Lena immer weiter in die Essstörung reingezogen habe. Naja, ganz ehrlich gesprochen unterstelle ich den Machern dieser Werbung da auch ein Stück weit Absicht, gerade junge Menschen zu erreichen, die vielleicht mit Selbstunsicherheit unterwegs sind. Und dann auf diesen Plattformen Menschen zu begegnen, die mich ja freundschaftlich ansprechen und behandeln, als würden wir uns irgendwie auf Augenmaß begegnen, kann natürlich dazu beitragen, dass ich diesen Plattformen oder diesen Seiten, diesen Werbungen noch eher folge. Ich sehe darin schon auch eine große Gefahr. Was denken Sie, können solche zum Teil auch aggressiven Werbungen Essstörungen begünstigen? Ja, Social Media und auch so aggressive Werbung können Essstörungen begünstigen. Ich würde niemals so weit gehen, sagen zu wollen, Social Media macht Essstörungen. Ich stelle mir Essstörungen oft wie so ein Puzzle vor, wo viele Teile zusammenkommen müssen, um dann auch das Gesamtbild Essstörung zu ergeben. Mohr schreibt uns dazu, eine Essstörung sei eine ernsthafte Krankheit, bei der Betroffene unbedingt einen Arzt aufsuchen sollen. Heute weiß Lena, wie tief sie damals in ihrer Essstörung gefangen war. Es war einfach krank. Ich habe das damals nicht so realisiert. Ich habe da auch lange nicht drüber gesprochen. Ich habe auch mit anderen, selbst mit Ärzten, auch nicht offen drüber gesprochen. Das habe ich eigentlich erst in all den Jahren so nach und nach realisiert und für mich im Stillen verarbeitet. Auch Lena hat die große Mohr-Familie mittlerweile verlassen. Wenn ihr jetzt noch mehr rund um Mohr Nutrition erfahren wollt, dann schaut doch noch mal bei unseren Kolleginnen und Kollegen vom ZDF Magazin Royal vorbei. Die haben auch noch mal einiges zusammengetragen. Das Video findet ihr hier. Oder schaut doch noch mal hier bei unseren Funkkollegen von Hype Culture vorbei. Und ey, wenn ihr jetzt eh hier seid, dann lasst doch einfach noch mal ganz kurz ein kleines Abo da. Und Grüße gehen raus an Bömi! War das jetzt cringe?